Waffen mit dem Schild. Was natürlich schlecht und es trifft nicht. Stimmt schon. Jetzt habe ich schon gedacht, er bringt dir die Plasmagranate zurück. Jetzt. Nein, so lange brauche ich nicht zu nehmen. 3 Sekunden. Ja, das war nicht. Das war länger. Wir haben ja so ein paar Splittergranaten. Granaten wechseln weiß ich jetzt gerade nicht, ist auch wurscht. Also auf der alten Xbox war es die weiße Taste. Nicht mal die schwarze Taste. Die schwarze Taste. Und auf der 360, das HD-Remake, ist es LB. Gut, dass die Leute das jetzt wissen, weil das ist echt wichtig. Probier es mal mit H oder G. Ah, mit G. Ja. Cool. Das sind so die Standardeinstellungen beim Shootern. H oder G. Überhaupt G meistens nicht. Granate werfen und H zum Wechseln. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Und wenn es nicht die Standardeinstellung von Shootern sind, dann habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall war das bei den letzten 3 Shootern, wo ich gespielt habe. So, jetzt haben wir ganz viele Wege offen. Mann! Oh, und du läufst zurück. Ja, verlaufe ich mich auch noch. Super. Einfach darüber. In irgendeine musste man... Ach, da. Ja. Rechts, ja. Da wo die... Oh nein, nein, Hilfe! Ja, das stimmt allerdings. So. Und jetzt wird geflüchtet. Eigentlich müssten wir jetzt das Kriegsgericht. Wieso? Naja, weil wir das Co-Protokoll ignoriert haben. Achso, ja. Ja, wollte ich auch gerade irgendwas in die Richtung sagen. Die Marines, die einen knallhart, die anderen absolute Weiche. Es gibt übrigens auch Aufständische, die in die Teil aber nicht erwähnt werden. Hm. Ja, und da kommen wir zum namensgebenden Spielobjekt. Oder Inhaltsobjekt. Genau. Halo übrigens auch, der Lichtkranz, den man bei einer Sonnenfinsternis um die Sonne, um den Schatten sieht, oder auch Englisch für Heiligenschein. Was beides irgendwie ja auf den Ring zutreffen tut, genau. Übrigens, was ich jetzt auch noch sagen möchte, die Fehde, die die Menschen mit der Allianz haben, geht zurück auf die Blutsväter. Und die Allianz denkt halt, die Artefakte sind heilig. Du solltest vielleicht noch klären, Artefakte und Blutsväter. Also Blutsväter sind halt, die gab es ganz, ganz früh, das waren jetzt mal so, waren früher mal ganz Nee, verzähl nicht. Aber auf jeden Fall, die haben die Ringe quasi erschaffen. Dann bestimmt einen Zweck. Und für noch dem Spieler und dem Dingens und den Charakteren unbekannten Zweck, aber der wird ja im Verlauf hier klar. Und auf dem basiert auch der ganze Konflikt um die Ringe. Also es gibt nicht nur eins, sondern 7 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Der Grundkonflikt besteht nicht, ist nicht wegen Aliens. Ja, ja, der Grundkonflikt ist Menschen gegen Aliens, aber der dramatisch wendende Konflikt, sagen wir es mal, ist ja der Funktionszweck von den Ringen. Und da werden wir noch deutlich sehen, was passiert. Ja, und jetzt sind wir mit der Landungskapsel abgestürzt und alle tot, außer dem 1,5 Tonnen Panzer auf 2 Beinen. Also der eigentliche Grund für die, für das Ganze hier, das kann ich ja sagen, es wird nie erwähnt, sonst muss man das Buch verlesen. Und es ist so, die Allianz bietet ja die Blutsväter an, dass sie total toll sind und bla bla bla. So, jetzt, die haben auch das Orakel in einem Schiff, einem Raumschiff, zu dem die Technik beziehen. Und eines Tages, als zwei der zukünftigen Propheten mit einem dritten, einem Priester, der auch Prophet wird, zusammentreffen und das Orakel befragen, sagt es, alle haben es missinterpretiert, was es gesagt hat, und es fliegt jetzt zurück zu seinen Gründungsvätern. Das sind halt die Menschen. Ja, beziehungsweise die Menschen sind die Nachfahren davon. Ja. Was jetzt wieder, ja, und da haben wir schon so einen leichten Jäger. Banshees werden in dem Teil nur von den Eliten gesteuert und sind scheißnervig. Weil man da einfach eigentlich nie einen Raketenwerfer zur Hand hat, wenn man einen brauchen könnte. Und die auch wirklich flink sind und man nur sehr schlecht ausweichen kann. Echt nervig. Und in späteren Spielteilen werden die, glaube ich, sogar noch besser. Also in Halo 3 und Reach und in ODST werden die essentielle Spielelemente. Und auch im Multiplayer sind die gang und gäbe. Später aber im ersten Teil hat man eigentlich nicht die Möglichkeit einzufliegen, sondern nur mit einem Trick, wenn man an einem bestimmten Punkt vorläuft und die Gegner ignoriert, dann kann man einfliegen. Und ja, bam, das Level so ziemlich. Zack, der Erste.
Und so sehen die Dinger aus der Nähe aus. Haben auch noch einen recht starken Schuss. Ja. Der wo standardmäßig, also der wo, ja genau. Der standardmäßig ja von den Jägern verwendet wird als handbasierte Waffe. Welche man leider nicht mit sich nehmen kann. Mit sich führen. Leider. Mit Dingsbums Satzbau hier einfügen. Gut, dass ich so viel Headshots lande. Gut, dass ich das nicht sehe. Ich höre nicht, wenn du schießt. Das ist ja das Problem. Du siehst aber, wenn das Fahnenkreuz rot ist. Ja schon, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass du permanent rumballerst. Ich finde auch das Magazin der Pistole sehr interessant. Wechsel mal, wie viel Schuss sind denn das? Also, einige. Und das bei einem extremen Kaliber. Und warum riskierst du dein Leben? Weil ich sowieso rüber muss. Nein. Hä? Ich muss den auf jeden Fall killen, sonst wenn er mir in den Rücken läuft, da habe ich keinen Bock drauf. Also mir ist das noch nie passiert, dass ich da Probleme hätte. Also ich glaube, das ist passiert, dass ich dann vorne war, weiter vorne. Und dann kommt der von hinten und bam. Das ist auf jeden Fall, was ich noch erzählen wollte. Das Orakel will der Welt fliegen, das wird ausgeschalten. Und in dem Moment gab es Verbrüderungsversuche zwischen UNSC und Allianz. Dann sagen die Propheten, hey, scheiße, die müssen ausgelöscht werden, damit unsere Religion gewahrt wird. So. Das ist der Grund für den Konflikt. So, ihr scheiß Benjis kommt her. Ja, aber ich glaube, weiter müssen wir uns in die Politiken da nicht weiter verwurschteln. Nicht unbedingt. Schießt du eigentlich schon? Ja, ich habe gerade ein ganzes Magazin auf den verballert. Das sah bei mir gerade nicht so aus. Schau einfach auf meine Kugeln und dann... Ja genau, ich schaue auf dein Magazin, ob du schießt. Ja, kannst du ja. Ja, die Banshees kannst du eigentlich eh ignorieren. Ich würde es aber gerne erledigen, weil ich mir sonst wirklich lästig werden. Und tschüss. Ich hoffe, den Schnauferer hat man jetzt nicht gehört. Hat man gehört. Verdammt. Tja. Heil. Ach, nicht schlimm. Ist ja dein Kanal. Jetzt dürfen wir wieder 10.000 Jahre Fußweg hinter uns bringen. Ja, und jetzt haben wir allen Gesprächsstoff für die nächste halbe Stunde eigentlich schon verballert. Ja, also wir haben nichts mehr zu sagen, ihr könnt jetzt eigentlich nur noch das Spiel genießen. Ja genau, klickt's einfach weg, abonnieren, jedes Video kurz anklicken, dass ihr den View kriegt und dann wieder aufhören. Ja, genau. Ja, nee, da links sind übrigens noch viele. Ja, das ist hier gleich. Ich verdammte Knarre, du Mistvieh. So, jetzt würde ich gerne meine... Hast du jetzt wirklich Gewehr und Pistole? Wieso? Ja, weil ich das nicht so viel sinnvoll halte. Ich will es nur für den Eliten nehmen. So. Ja, was kann man noch sagen? Ja, die Kugeln von diesen, also die aufgeladenen Schüsse von der Plasmapistole, die sind leicht zielsuchend. So. Haben wir vielleicht an der leicht gekrümmten Bahn gesehen, die ich will jetzt gleich mal zurücklaufen und das Leben holen. Ich bin gerade versucht. Ich würde es machen, aber wenn du so gegen eine Elite abkackst, dann... Ohne wirklich was machen zu können, dann scheint es kritisch. Mal schauen, und ich würde da nicht... Mal schauen. Ja, probieren wir mal. Du wirst eh gleich wieder sterben, aber... Ist ja wohl. Kannst du in der PC-Version eigentlich einen Savepoint oder so setzen? Ich kann Save Last Checkpoint, das war's aber. Ja, ich dachte so ein Save State setzen. Durch ein Hack oder so. Das wäre natürlich extrem geil, aber. Alles wäre, wenn es auf Heldenhaft oder auf Legendär durchspielst, schon sehr praktisch. Ja, kannst nach jedem Schritt gleich ja, genau. Sonst F5 einfach auf F5 legen und dann so einen Schluckspech, kennst du die Dinger? Ja. Die immer wieder wackeln, ja? Den dann die ganze Zeit F5 drücken lassen. Granate! Grenade! Da sind auch teilweise richtig lustige Sprüche los. Ja, also die Sprüche sind so richtig Shooter-typisch. Die Marines, die knackigen Macho-Sprüche und die Grunts, ja, richtig feige Sprüche oft. Die, ich weiß nicht, wie sie im englischen Original rüberkommen. Ich kenne nur die deutsche Version leider. Ja. Ja, aber also oft lustige Witze und die Eliten weichen ja auch den Granaten aus, wie man gesehen hat, also die Hechtrollen und so. Welche man selber erst im, lass mich lügen, bei Halo Reach im, wie viel der Halo-Teil ist denn das? Warte, ich zähl mal nach. 1, 2, 3, 4. Ja, warte mal, ich hoffe, das Kabel reicht.
Also hier haben wir. Wir haben Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST. Dann Halo Reach und Halo Wars. Nicht in dieser Reihenfolge, aber. Ich zähle nur 1, 2, 3, 4, 5. Nein, Schmarrn, scheiße. Der sechste Teil ist es. Und dann kommt noch, wenn man das als siebten Teil werten will, das 10 Jahre Jubiläum von dem Teil. Und Halo 4. 5 und 6 sind schon in Planung, also 4 wird schon produziert und wird als neue Trilogie wieder weitergeführt. Auch mit dem Charakter jetzt, dem Master Chief, den wir da gerade spielen. Weil Spartan 117, weil in späteren Teilen, also Halo Wars, Halo Reach und Halo 3 ODST, ist das nicht mehr der Hauptcharakter. Da wird dann zwischen diversen Charakteren gewechselt, aber auch alle sehr interessant. So, wer... Der Granatenwurf war fail. Der war echt scheiße. Der war absolut fail. So, nimm dir mal den Nadelwerfer. Sofort, wir, wir sehen jetzt auch die Kick, ja? Die kleinen Freunde. So. Sind die mit Schild? Je nach Schildfarbe ist der Schild unterschiedlich stark. Und das ist meine Lieblingswaffe im ersten Teil, weil der einfach übelst overpowered ist. Der wirkt, der ist zielsuchend und wirkt, wenn er zu Hauft auf einen Gegner abgefeuert wird, wie eine Granate. Ja, hat man ja gerade gesehen, glaube ich, ja? Und muss mal zu, also die Stacheln sind ja auch sehr attraktiv, schlag mal zu mit dem Teil. Ich finde es übel. Ja, das ist, also hat immer wieder eine einzigartige, also für jede Waffe gibt es eine andere Schlaganimation natürlich. Was eigentlich bei einem Arsenal von 14 Waffen, glaube ich. Nicht besonders schwer ist. Für, ja, nicht besonders schwer, für ein 10 Jahre altes Spiel. Ist das eigentlich schon ganz ansehnlich. Ich finde cool sind die von der Knarre hier. So, wo sind die nächsten? Oder? Aber lustig finde ich, dass bei der Plasmapistole, also dem aufladbaren Mistgerät, eigentlich die bescheidenste Waffe überhaupt, meiner Meinung nach. Weil die einfach 5 Schuss und dann ist er leer. So, tschüss Grant. Und, ja, tschüss Grant. Da schlägt er mit der Faust zu. Ist die einzige Waffe, wo er mit der Faust zuschlägt. Was ziemlich lustig aussieht. Ja, ist... Amüsant. Aber ich finde beim Nadelwerfer auch so praktisch, erstens er schießt schnell, na verdammt, schießt schnell, hat zwar einen extremen Munitionsverbrauch, lädt aber extrem schnell wieder nach, also, warte mal nach, zack, zack, up, voll, ja und hat eben diesen extremen Explosionseffekt, der auch noch Gegner in der Nähe sogar noch schwer verletzen kann. Und Munition gibt's von dem einen Haufen, weil die sowohl Grunts als auch Eliten hernehmen. Und was noch wissen, was auch ziemlich interessant ist, später werden wir noch Infinite-Gegner, also mit Unsichtbarkeit. Mhm. Und diese, die Nadeln, wie sehen die dann nicht automatisch an? Also zielsuchend. Wird dann nicht. Nett. Nein. Komisch, im Handbuch stehen nämlich, die sind, im Handbuch standen nämlich, die sind wärmebasierend, die Nadeln, die Kristalle. Shit. Bist echt so kacke. Ich hätte auch normal spielen können, da wäre ich jetzt ziemlich durchgegrindet. Durchgerusht. Grinden ist was anderes. Ja, durchgerusht halt. Mein Gott, dann ich muss ja, rein hier. Ja, eine Granate rein. Gut. Falsche Granate, Splittergranate. Die hat einen tödlichen Radius von 8 Metern. Ich kann das Handbuch noch fast auswendig. Das habe ich vor 10 Jahren gelesen und ich habe keine Ahnung, wo das rumliegt. Irgendwo im Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch vom Abstellzimmer oder so. Ist ja auch ziemlich interessant, für die Eliten versuchen da auch ziemlich auszuweichen. Nein! Komm! Bams! Gute Idee. Toll gemacht. Ja, Eliten im Nahkampf. 2 Schläge und man ist tot, 1 Schlag in den Rücken und man ist auch tot. Und ich schlage vor, du schmeißt einfach eine Granate hin. Oh, du schlägst ihn. Ja, super. Okay, der ist verbuggt. Eine normale Eliten-KI wird sich nicht so verhalten. So, jetzt nehme ich die Plasma-Rifle, mit der komme ich definitiv besser klar. So, die Schiffe, die schießen, wir werden noch Turrets sehen, die so schießen wie die Schiffe. Die heißen dann Shades, glaube ich. Also in späteren Teilen werden sie zumindest als Shades bezeichnet. Ja, wir kommen noch auf diverseste Gegnertypen zu sprechen. Und du wirst noch diverse Male abkacken, getötet von einem Grunt. Was richtig erbärmlich ist. Und einem Nadler nicht. Warte, wo ist jetzt deine Waffe? Du hast einen Nadelwerfer, die Gegner, also Grunts zumindest, schießen nie so, dass die Nadelwerfer zu einer Explosion führen.
Was ist denn gerade gesehen? Ja, du bist nicht an der Explosion gestorben, das war der einfache Nadeleinschlag. Ist ja wurscht. So. Nimm Splittergranaten. Gut, nehme ich halt. Hab ich nicht. Super. Du hast. Nicht? Nein. Schade. Oh, ein netter Wurf. Danke. Ich empfehle Zoom. Ich empfehle Flucht. Ich empfehle Klappe halten. So, dann ey, du hast gesagt, ich soll hier mitkommentieren, ja? Ja. Mach denselben Fehler nochmal. Ja. Gut. Lauf vor, Malux hier, Dingsbums, komplizierter Name. Mund funktioniert nicht. Kurz einfach ja. Mit MTH ab. MTH. Ja, bis ich das sag. So, jetzt hast du 3 Granaten. Nimm die Splittergranaten. Meine Wurftaste liegt direkt neben der Wechseltaste, ja? Was ist die Wurftaste F? Ja. Aha. Ich würde meinen, die Wurstfinger waren zu kurz. bisschen böser Spott ist doch erlaubt. Ich bin's gewohnt von dir. Ja. Aber eigentlich ist das Spiel schon von der Physik her extrem gut gemacht. Oder ja, vor allem, wenn der Skorpion umfällt. Ja, gut. Das ist natürlich, aber wenigstens hat man da eine Begründung, dass der einen Jeep mit einer Hand umdreht. Wow! Nicht so wie bei Borderlands oder so. Beim Lancer. Ja, ich meine, ja super, Lilith kommt daher, dreht ihn um. Die zierliche Frau geht her, schmeißt einen viersitzigen Panzer um. Jo. Der Granatenwurf war, glaube ich, auch fällt, kann das sein? Nee. Aber gut. Und wenigstens hat man hier einen zwei, ich weiß nicht, 1,5 oder 2,5 Tonnen schweren Cyborg, der nur zum Töten und Kämpfen und tolle Sachen machen ausgebildet und gebaut. Ich meine sogar, das ist nicht mal eine Tonne, sondern nur 0,9. Ja. Jetzt bringt es mich wirklich dazu, dass ich nachschaue, ob ich das Handbuch noch da habe, weil ich habe mal irgendwo was von 2,5 Tonnen gelesen. Die Rüstung heißt übrigens Mjolnir-Rüstung. Yep. Und der Soundtrack... Ah, ich habe das Handbuch da. Ha! Overkill. So, da, da. Also, was haben... Ich kann jetzt mal die ganzen Waffen auflisten. So, wo sind wir denn? Oh, da ist der erste Warthog, den wir fahren. Der erste Jeep, super. Warthog. Warthog. Was bisher geschah? Was bist du das vor? Spartan 2 Soldat, ja genau. Und auch die Post. Ja stimmt, was wir vielleicht noch sagen sollten, das Jahr, das Spiel spielt im Jahr 2552. Also etwas in der Zukunft. Etwas. Und der Krieg hat vor ungefähr 30 Jahren begonnen. Die Menschen leben immer noch, das ist ziemlich beeindruckend. So it must leave. Ja, sind halt aus Gründen der Überbevölkerung geflüht. Geflüht. Ich meine, selbst der Space-Antrieb, also der Raumkrümmer sozusagen, also der Raumkrümmer sozusagen, ist von den Allianz viel genauer und schneller. Ja, ist ja klar, die sind, das ist so das typische Szenario. Aliens treffen auf Menschen, und Aliens haben einfach völlig overpowered Waffen. Das wird in den folgenden Teilen ein bisschen ausgeglichen, wenn dann die Waffen von den Menschen auch fortschrittlicher werden. Und man merkt auch richtig die Forschung, die da investiert wird. Und auch man merkt auch eine richtige Geschichte. Also es ist eine richtig epische Trilogie, ja, die auch zu Recht fortgeführt wird. Zwar von einer anderen Firma, aber die Firma besteht zum großen Teil aus Ex-Mitarbeitern von Bungie. Fallen Malaysor, sage ich da nur für Spieltritt. Oh shit. Und es wurden auch extrem viel Aufwand betrieben allein schon für die Vertonung. Also die haben zum Beispiel ein komplettes Orchester besetzt mit der Titelmelodie. Kann man ja mal googeln, auf YouTube sind etliche Cover und auch das Original, der Mjolnir Remix mit einem E-Gitarren-Duett von Michael Salvatori und irgendwen O'Donnell.